Da scheint es auch nicht weiter zu gehen. Na gut, ich würde sonst jetzt nochmal übers Wasser. Und dann würde ich eventuell schon ein Wegschild setzen, damit wir auch zu Hause alles wieder hinbekommen. Ihr habt vielleicht gesehen, meine Schafe sind weg. Ich habe keine Ahnung wieso, aber meine Schafe sind weg. Der Zaun ist intakt. Das hatte ich geguckt, als ich die Sachen gepackt hatte. Aber die Schafe sind weg. Ich weiß nicht wieso. Ob sie irgendwie an der Stelle weggebackt sind oder... Ich könnte mir aber nicht erklären, wieso. Also, weiß ich nicht. Jetzt einfach mal ein Stückchen hier rum. So. Okay, aber es ist hier einfach Ende Gelände. So, Boot rausholen. So, gib Bötchen. Zwei haben wir ja noch. So, wieder ab aufs Meer. Ich hing, glaube ich, mit meinem dicken Hintern fest. Ja, also... Genau, der Gedanke war da, aber der Wille, das Ganze nicht aufzugeben, war stärker. Und wie gesagt, ich habe ja nun mal die Freiheiten, die eben erwähnten. Und ich muss einfach lernen, von diesem Zwang wegzukommen. Es ist auch mein innerer Monk einfach, der da eine große Rolle spielt. Aber ich muss auch einfach mal aufhören, dass alles so... Nee, wenn ich den hab, dann muss auch wirklich jeden Tag was kommen und es muss immer weitergehen und... Nee, muss ja gar nicht. Und das ist für mich aber ganz, ganz schwierig. Also wie diejenigen, die mich schon länger kennen, die wissen das wahrscheinlich sehr genau und sagen sich jetzt, ach, mach Sachen, ist wirklich so. aber ja, ist wirklich so. naja, das ist, ich weiß auch nicht, wieso ich da so, ja, so bin. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann da schlecht aus meiner Haut. Was auch ein bisschen eklig wäre, wenn man sich das mal so vorstellt. So, die Haut liegt noch im Bett und ich sitze hier als fleischig, schleimig blutendes Etwas und sabbel euch hier ins Mikro, was wahrscheinlich dann ein bisschen schmatzend klingen würde. Wobei ich auch glaube, dass das so manchmal ein bisschen schmatzend klingt. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so eine komische Aussprache, bei der ist das denn einfach so. So langsam fängt es wieder an zu laggen, ne? Das ist... So, Mensch, ich bin das gar nicht mehr gewohnt hier, so dieses Reden und... Oh, ich bin da schon wieder total raus, also... Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu oft verhaspelt oder euch irgendwie gelangweilt oder so. Das wäre mir sehr unangenehm. Na gut, dafür hole ich jetzt nicht extra ein Boot raus. Kommen jetzt so einmal rüber. Ja. Moment, während wir hier rüberschibbern, nehme ich einmal einen Schluck von meinem Käffchen. Ich habe gekleckert. Ich habe nochmal gekleckert. Ich bin so doof. Aber es ist mich noch früh morgens, weil ich muss mich nachher... Natürlich muss ich nachher auch wieder zur Arbeit. Bis 22 Uhr. Aber gut. So ist das halt. Und wie gesagt, die neue ist da. Wir hoffen natürlich auch, dass sie bleibt. Sie stellt sich wirklich gut an. Also die letzten beiden, die wir bekommen hatten... Eine davon ist schon wieder weg, aber naja, ist halt bei beiden so, ja, die Frage, wie blöd man sich eigentlich anstellen kann, aber gut. Ich bin da ja sowieso immer sehr, sehr eigen, möchte ich mal sagen, weil mit Blödheit komme ich ja ganz schlecht klar. Oh, neue Boote, perfekt.
Die nehme ich auch mal mit. Fischen wir auch mal mit. Ja, klar, warum nicht? Wir haben ja jetzt gerade echt noch nichts dabei. Können wir alles einmal mitnehmen? Na, mir auch. So. Ein paar Saplings, Schallplatte. Haben wir aber alles schon, ne? Ja, haben wir alles schon. Bin ich mir sicher. Dann können wir uns ja auch gleich einmal ins Strohbett schlafen legen. Ach ja, weil es Strohbett. Ja. Gut, weiter geht's. Haben wir noch ein Häuschen gefunden, ist ja auch was. Ein kleines, aber ein Häuschen. Ah, wir hatten schon aufregendere Reisen, ne? Muss man ja auch mal einfach ganz wertlos eingestehen. Gut, ich hatte jetzt ein paar Schluchten gesehen, aber ganz ehrlich, wir haben so viele Schluchten markiert. Ja. Wollen wir noch ein Stückchen? Ich guck einmal. Ja, doch ein Stückchen. Obwohl, die Entfernung kommt ungefähr. Ich werde hier jetzt noch einmal rüberschippern. Und dann wird da dann irgendwo ein Wegschildchen gesetzt. So, wo war ich jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Achso, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wann diese Folge kommt. Ob ich es hinbekomme, die noch zu schneiden, zu rendern und hochzuladen, sodass sie direkt morgen rauskommen kann. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil natürlich werde ich auch die Creepypasta weitermachen. Ich weiß, dass da der Anhang nicht so groß ist, aber trotzdem wollte ich das jetzt einfach mal mit einschmeißen. Ist hier schon wieder richtig Land? Nee, es sind nur kleine Inseln. Laggen jetzt ist doof. So, einmal hier ein bisschen durchmanövrieren. Ordentlich durchmanövrieren. Oh, klappt aber gerade ganz gut eigentlich, ne? Ist auch jetzt so auf den ersten Blick nichts zu sehen, was irgendwie sehenswert wäre, oder? Nee. Okay, aber hier ist Ende Gelände. Dann wollen wir hier mal an Land. Ja, das war auch doof. Hätte ich gleich direkt gegenfahren können. So. Achso, genau. Aber die erste Creepypasta wird wahrscheinlich nicht direkt am ersten Wochenende, wenn diese Folge hier rauskommt, hochgeladen werden, weil das schaffe ich gerade einfach noch nicht. Aber es gibt zumindest schon mal was. Und ihr wisst, es geht auch da weiter, weil die Knochenwald-Serie, die ich übrigens übelst feier. Ich liebe diese Geschichte. Also, ja. Nochmal vielen, vielen Dank, auch wenn er es hier wahrscheinlich niemals sehen wird. Vielen, vielen Dank an Angstkreis, dass ich die Erlaubnis bekommen habe, diese Mega-Reihe zu vertonen. Aber die Geschichten von ihm sind allgemein auch die fortgeschrittene Reihe. Oh Gott, ich liebe die fortgeschrittene Reihe. Ich weiß nicht, wie man so geile Geschichten schreiben kann. Also, ganz ehrlich, Geld. Damit könntest du Geld machen, Angstkreis. Aber richtig gutes Geld. Das sind mega geile Geschichten. Also, wirklich. Man merkt vielleicht, wie fasziniert ich von diesen Storys bin. Ja, aber auch Knochenwald geht natürlich weiter. Weil ich will natürlich auch selber wissen, wie das Ganze zu Ende geht. Ich weiß das ja noch nicht. Also beim Vertonen lese ich die Geschichten immer selber das erste Mal. Deswegen, ja, habe ich noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich bin auf dem gleichen Stand wie ihr, sofern ihr die denn hört. Aber doch, also auch die ganzen Ideen dahinter, die sind schon wirklich, sind wirklich mega. Und alleine deswegen wird es damit auch weitergehen. So. Gehen wir mal hier so ein Stückchen rum. So, wieder etwas, was mir jetzt gerade einfiel, was ich da nochmal einschmeißen konnte. Ich habe gerade echt das Gefühl, so als wäre ich blutiger Anfänger.
Der Baum sieht so ein bisschen aus wie ein Penis mit Hoden. Entschuldigung, das musste ich jetzt sagen. Zwar ein zu viel, aber sowas gibt es auch. Mobbt ihn deswegen nicht. Er ist wie ihr. Zumindest fast. Okay, hier sind wir dann am Ende des Ganzen. Ich glaube, nochmal möchte ich mich jetzt nicht in ein Schiff schwingen, oder? In ein Boot schwingen. Wir haben ja zu Hause auch noch ein bisschen was zu erledigen, wo ich mir auch erstmal. Ich muss gestehen, ich muss mir da auch erstmal wieder einen Überblick verschaffen, ne? Also, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich so, okay, dann machen wir jetzt hier weiter und da und da und da und das und das und das. Sondern ich muss auch erstmal gucken, die Mühle, die ist auch noch nicht ganz fertig. Ich muss erstmal gucken, was ich da noch machen muss. Was wahrscheinlich denn erstmal mein nächstes Anliegen wäre, die Mühle zu Ende zu bauen. Und dann kommt da ja noch das Feld hin und der Schafstall und da muss ich mich um neue Schafe kümmern. Wo ich ja hoffe, dass. Ich mach mal hier oben das. Moment. Noch einmal hier drüben einfach gucken. Wäre jetzt gar nicht weiter irgendwie gen Westen, aber hier drüben noch einmal gucken. Dann kann ich da auch eigentlich das Schild hinstellen und da können wir dann auch unser Tor hinbauen. So, und jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte was sagen, aber das Universum hat beschlossen, dass ich es besser lassen sollte, weil da sowieso meist nur Unsinn mal rauskommt und wir haben noch was gefunden. Wie gut, dass ich total sinnlos eigentlich noch mal hier rüber wollte. Habe ich Eimer dabei? Ich habe einen Wassereimer. Ich habe aber auch Eisen. Wir können uns einen Eimer craften. Denn da oben sind ja auch wieder die Flüssigkeiten. Die diversen. Oh, diesmal ist hier sogar. I need more power. Das letzte Mal war hier aber kein verrückter Professor, oder? Glowstone. Glimmerling haben wir auch. Schimmernde Blume. Okay. Gut, sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die wir brauchen. Ich will da immer mal lieber mit freier Hand gegentatschen. Zukunftsblock ist auch einfach nur Stilmittel, ne? Okay, hier bedienen wir uns denn mal wieder. Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung so richtig. Oh. Ja, ich glaube, ich brauche hier bei dir erstmal nicht großartig sortieren, weil so viel haben wir ja nicht. Kommt jetzt einfach einmal alles hier rein. So. Schiedigol. Jetzt steht er da. Hallo, nimmst du bitte deine dreckigen Finger von meinen Sachen? Verzeihung. Brauchstand kann man sich eigentlich auch noch mal mitnehmen, ne? Entschuldigung. So, hier haben wir einen Kessel mit Wasser. Was ist, wenn. Ich will das hier jetzt nicht alles kaputt machen, aber. Okay, ist auch ziemlich cool. Okay, den setze ich hier wieder hin. Was haben wir denn hier? Ja, super. Die Dinger, die können wir jetzt abbauen.
Und können wir eigentlich bei ihm denn eintauschen? Keine Ahnung, was hier passieren soll. Es wäre schön, wenn man irgendwas damit auslösen könnte. Okay, und da oben. Also diesmal möchte ich mir hier gerne die Flüssigkeiten mitnehmen, weil beim letzten Mal, ich mache hier einmal zu, einfach damit hier nichts reinkommt, weil es jetzt dunkel wird. Haben wir hier schon die Kiste geräubert? Nee. Packeis. Rips. Haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Venen. Okay, ist aber eine Blume. Muskeln. So, wir räubern hier noch ein bisschen aus. Ich glaube, ich habe da eben Unterwasseratmung gesehen, oder? Also nicht gesehen, sondern im Augenwinkel erahnt. Ja, Unterwasseratmung. So, Moment. So, kann man auch schnell machen, ne? Okay, jetzt legen wir uns hier einmal ins Bettchen. Und dann. Ich kann hier das Bett nicht draufpacken. Scheißegal, das Bett wird irgendwo hingelegt. So, Bettchen wieder her. So, und wir hatten beim letzten Mal irgendeine Flüssigkeit. Ich glaube, die grüne Flüssigkeit haben wir beim letzten Mal nicht mitbekommen, ne? Die hätte ich jetzt natürlich gerne. Dafür. Ach nein, jetzt gehen hier wieder die Arbeiten los. Aber ich kriege einen Föhn, echt. So, ein bisschen müssen wir da jetzt noch durch. So, ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht unbedingt. Doch, ihr hört's. Okay, oh, das nervt mich ja jetzt, ne? Oh, Mann, Leute, wirklich. So, das heißt, hier haben wir dann auch gleich Ende. Okay, ich mache hier jetzt Ende und steige hier beim nächsten Mal einfach wieder ein. Und ja, hoffe dann einfach, ich habe morgen nochmal die gleiche Schicht. Vielleicht schaffe ich es dann morgen früh auch nochmal, ein bisschen aufzunehmen. Ich muss mal gucken, wie es aussieht. Aber ja, war jetzt auch nicht so lang. Aber gut, so schaffe ich es wahrscheinlich so zumindest noch, das hier alles so ein bisschen zu schnibbeln und so. So, wir haben da einen Wasserkessel. Das heißt, eigentlich kann ich einmal ganz kurz das Wasser aus dem Eimer kippen. Dann haben wir es mir schon mal erledigt. So. Kippen wir hier einmal das Wasser in die Lava. So. Hey, dann haben wir hier auch gleich unseren Obsidian. Perfekt. Das heißt, ach Mann, wir sind so gut, sind wir. So mega. So, hier haben wir unsere Erdblöcke. So, und dann. Ja, gut, das machen wir dann auch beim nächsten Mal. Da einmal hochbauen, uns die Flüssigkeiten holen. Und dann Obsidian, beziehungsweise unser Schildchen setzen nach Hause. Diamantpickaxe holen. Oder haben wir die dabei? Nö, haben wir nicht dabei. So, dann holen wir die. Und dann holen wir uns hier auch Obsidian. Dann können wir direkt wieder einmal noch ein Portal bauen. Und ja, dann haben wir auch wieder direkt eine Einstiegsstelle in den Nether. Herrlich. So, ach Gott, ich hoffe, ihr hört das Klopfen jetzt im Hintergrund nicht so doll. Ich versuche da jetzt schon die ganze Zeit durchgehend drüber zu sammeln. Aber irgendwie ist das sehr anstrengend. So, ich freue mich auf jeden Fall wirklich, auch wenn ich mit dem Gedanken gespielt habe, das Ganze hier erstmal sein zu lassen, oder überhaupt sein zu lassen. Ich freue mich, dass ich wieder da bin, dass ich mich gegen diese Option entschieden habe. Ich hoffe, ihr freut euch da auch drüber. Und ja,
Wie gesagt, es kann hin und wieder mal vorkommen, zumindest versuche ich mich selber daran zu halten, dass vielleicht hin und wieder mal eine Folge ausfällt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es hinkriege. Aber ich hoffe, weil ansonsten kommt halt so dieser Zwangsgedanke wieder und jeder weiß, unter Zwang tut man nichts gerne. Und das bringt einen halt auch dann wieder so ein bisschen davon ab. So, deshalb drück mir die Daumen, dass ich mich endlich mal selbst geschissen kriege. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Dann ohne Hämmern. Und bis dahin, bleib gesund und tschüss.